und seid mir herzlich willkommen zurück bei Planet Coaster. Ach ja, ohne Musik ist es immer ein wenig leiser. Und da beginnt sie. Das ist doch gut. Lasst uns doch mal gerade ein bisschen umschauen. Ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal... Hatte ich noch irgendetwas geändert, was ihr noch nicht gesehen habt? Eventuell das Licht. Ich weiß nämlich nicht, was ich in der letzten Folge noch besprochen hatte, aber ich habe das Licht auf jeden Fall verdoppelt. Und man sieht es hier schon. Jetzt gibt's auch da die schönen Reflexionen. Ich mag einfach die Perspektive von hinten, wenn da der Zug einfährt. Und da oben dann die Reflexion zu sehen, das ist schön. Deswegen habe ich das noch gemacht. Man sieht aber auch, wenn ich mich hier so bewege, ja, Framerate, nicht ganz so toll. Deswegen bleiben wir jetzt auch mal beim Tag. Und ja, man sieht natürlich auch immer wieder hier diesen missglückten Versuch. Die Stelle geht eigentlich noch ganz gut klar. Aber auch da passt der Winkel einfach schon nicht, weil es tiefer reingeht. Und hier muss ich irgendwie noch was finden. So. Dann fliegen wir mal einmal zur Videoleinwand. Das ist nämlich der andere Punkt. Die steht mir einfach zu weit draußen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich es anders machen soll. Kann man Gebäude in Gebäude verschieben? Geht das? Ja, ne? Ich meine schon. Wenn ich das jetzt also mir mal einfach nehme. Sobald er es geladen hat. So, da haben wir das Display. Und wenn wir das jetzt... Das ist wieder das Problem, was ich hatte, ne? Wie kann ich das denn von dem Gebäude loslösen? Irgendwie gar nicht, oder? Doch, das muss doch gehen. Zu Gebäude hinzufügen. Ausfall von Gebäude trennen. Ah. So, und jetzt habe ich nämlich das Gebäude. Erweitertes Schieben und Platzieren. Das müsste dann jetzt auch eigentlich gehen, wenn ich so mache. Ah, sehr gut, das geht. Dann platzieren wir uns das einmal. Ja, es gibt immer so kleine Tricks und Kniffe, die ich echt noch wieder lernen muss. Ich mache mal einmal auf Play. Weil das Weiß war gerade ein bisschen nervig. Hatte ich eigentlich den Zug fahren lassen? Ja, hatte ich. Genau, weil jetzt können wir uns das noch besser verschieben. Und vor allem... Wo kommt das jetzt her? Den hatte ich vorhin vergessen scheinbar. Das war mir nicht aufgefallen. Ich mache das nochmal ganz schnell. Ist mir jetzt einfacher als... Ich meine, ich hätte das jetzt auch einfach löschen können. Und das Ganze eben entsprechend auf den Boden bringen können. Das wundert mich sowieso. Das passt doch irgendwie überhaupt nicht mehr. Ist das denn jetzt alles? Wo war das jetzt aus vom Gebäude trennen? Nein, war es nicht. Bum, 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 bum. Vielleicht
auch so. Und dann zu Gebäude 7 hinzufügen. Das möchte ich jetzt aber nicht. Welches Gebäude ist das denn jetzt? Gebäude 116. Dann fügst du mir doch bitte zu Gebäude 116 hinzu, wenn das jetzt sowieso schon hier ist. So, jetzt ist es wieder drin. Jetzt müssen wir nur die Leinwand wieder entsprechend positionieren. So. Wir positionieren das einmal da und dann das natürlich. Können wir jetzt natürlich so weit machen, wie wir wollen. Aber so ist, glaube ich, ganz gut. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ach so, nee, da guckt es jetzt oben raus. Eigentlich wäre es eh nicht schlecht, das ungefähr mittig zu machen, also so. Gut, das wäre das. Das können wir jetzt wieder uns hier unten hinpacken. Und die Kante dadurch erheblich verkleinern. Nochmal einmal gucken wegen oben unten. Das kann aber so bleiben. Genau, und das hätte ich jetzt ganz gerne dann auch nochmal hier. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich wieder in das andere Gebäude rein. Und die Frage ist, kann ich mir hier was markieren? Nee. Dann verschieben wir das einmal nochmal weg. Komisch, ich kann das Schild gar nicht. Oder habe ich das losgelöst von dem Gebäude gemacht? Okay, habe ich losgelöst davon getan. Dann den einmal noch da. Und den einmal noch da. Und jetzt das Gebäude. So, daneben. Ich habe beim letzten Mal einmal die Fahrt hier durch den Tunnel aufgenommen. So, mit dem Zug quasi hier einmal so lang, so wie ich das jetzt mache. Ich habe den auch ein bisschen verlangsamt, damit der nicht, der war mir zu schnell. Aber es sieht halt einfach cool aus, so mit den Lampen. Das muss man schon irgendwie sagen. Es ist sehr cool geworden. Und davon würde ich halt gerne, weil da hinten jetzt noch nichts passiert, da oben, wo es rausgeht, würde ich mir davon gerne einfach ein Video machen, was ich dann hier reinlade und dann hier abspiele und bei dem anderen auch ein eigenes Video. Aber Gebäude mit ausgeholt, was heißt das? Ah, okay. Er geht direkt auf die Leinwand. Dann nehmen wir jetzt natürlich eine andere Werbesache. Niedrige Auflösung, ja. Wir nehmen erstmal die niedrigen Auflösungen. So, und dass man halt noch mehr so dieses immersive Gefühl bekommt. Und gleichzeitig ist es halt auch irgendwie was Modernes und was Cooles. Ich hatte ja ursprünglich auch vor, hier eine Leinwand hinzumachen. Was ich hier jetzt gerne hinmachen würde, sind dann also sowas wie Abfahrtzeiten, bla bla bla. Beziehungsweise das dann halt hier, also Abfahrtzeiten.
Und das gleiche dann da hinten für Ankunftszeiten. Also als Bild. Dann eben als richtigen Bildschirm, der da hängt, nicht als so eine eingebaute Leinwand. Und wenn ich das habe, ist mir der Bereich ganz gut genutzt, denke ich mal. Und das werden wir uns einfach selber ein bisschen gestalten. Ein eigenes Bild da hochladen dürfte ja kein Problem sein. Wegen Lautsprechern müssen wir mal gucken, ob wir da hier auch Musik haben wollen. Ja, ich weiß es aber nicht so genau. Was wir jetzt allerdings machen, ist Folgendes. Und zwar unser Hauptgebäude bearbeiten wir jetzt weiter. Und ich nehme mir von hier hinten, kann ich jetzt mehrere Stücke kopieren? Kann ich, ja. Die wollte ich mir jetzt einfach schon mal reinkopieren. Und keine Sorge, wir machen jetzt nicht den Tunnel in die andere Richtung. Das mache ich zwischen den Folgen. Das wird sonst nämlich einfach nervig, wenn ich das mal selber so sagen darf. Für euch auf jeden Fall. Das lasse ich jetzt auf jeden Fall an. Die Frage ist jetzt, auf welcher Höhe mache ich das? Mache ich das auf der gleichen Höhe wie bei ihm oder mache ich das vielleicht ein Stück weiter zurück? Quasi so. Anstatt da vorne. Das wäre auch schon ein Stück nach hinten. Oder hole ich ihn noch näher ran, was ich jetzt gerade mal wieder nicht kann, wegen diesem blöden Raster. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es direkt dran ist. Ich finde es eigentlich cooler, wenn es so ein gutes Stück nach hinten ist. Das hat nochmal was Natürlicheres. Ich platziere es jetzt einfach mal da. So, da brauchen wir jetzt natürlich noch die Lampen, wovon die linke ein gutes Stück höher ist. Und jetzt drehen wir das Ganze. Da der Mittelpunkt natürlich ein anderer ist, machen wir es jetzt so. Und schon ergibt es alles mal wieder Sinn. Hier jetzt natürlich noch einen Stein rein, da einen Stein rein. Wir machen das mal gerade ganz fix. Wo kommt die Lücke eigentlich her? Aber wir haben da ja was drin, also so ist ja nicht. Das Raster kann ich jetzt mal wieder runterstellen. Aber der geht auch nicht bis dahin, ne? Nee. Maximal kann ich so den Schritt gehen. Das ist natürlich schon ein bisschen komisch jetzt hier. Aber gut, sei es drum. Die linke Lampe. Oh, wer weiß, wie viele sich da schon drüber aufgeregt haben. Der Grund, weshalb ich die so weit oben hatte, war der, dass da einfach der Felsen so ein bisschen zu Ende ist. Aber das macht ja nichts. Dann müssen wir einfach hier noch ein bisschen Berg hinzufügen. Das machen wir mal mit ganz wenig Kraft. Oder auch nicht. Es passiert gerade gar nichts. Okay. So, so ist auf jeden Fall besser. Da oben kommt jetzt komischerweise der andere Fels irgendwie raus. Das andere Mauerwerk. Hatte ich wahrscheinlich beim letzten Mal.
nicht mit korrigiert. Auch das ist nicht weiter dramatisch. Hier machen wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen wieder was hin. Ich frage mich nur, warum er das jetzt an manchen Stellen kann, an anderen nicht. Liegt das nur an der Prozentzahl? Gut, was mich jetzt voll nervt, ist das hier. Das ergibt einfach gar keinen Sinn mehr, um ehrlich zu sein. Deswegen machen wir es da ein bisschen weg. Nicht zu viel. Das ist aber auch nicht richtig. Jetzt ist der recht auf jeden Fall. Eieieiei. So, da gehen wir hier dann nochmal rein. Ups. Kurz, Gott sei Dank kann man auch immer abbrechen. Und zum Glück gibt es auch so einen Zurück-Button. Das war einmal gerade. Ist auch gut. Da guckt jetzt allerdings das Ding wieder raus. Das ist ein bisschen schwer, das zu kaschieren. Es muss so bleiben. Ist nicht weiter dramatisch. Was könnten wir noch tun? Die Ecke noch ein bisschen. Ich weiß übrigens auch, dass hier hinten die Säule noch nicht passt. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, eh so ein paar Sachen zu verbessern, können wir das auch meinetwegen noch eben machen. Ach, was mache ich denn? Dann nehmen wir uns einfach mal das ganze Gestrüpp hier. Ich mache dann nämlich den Berg wahrscheinlich auch noch mal ein Stück wieder weg. Um es da ein bisschen zu rechtfertigen. So, Moment. Den kopieren wir uns jetzt da wieder dran. Und jetzt noch mal den Berg ein bisschen weg. Damit es ein bisschen mehr aussieht, als könnte das funktionieren. Bisschen mehr Kraft das auch sein. Sonst sitzen wir hier übermorgen noch. Den Radius erhöhen wir auch ein bisschen. So. Ob ich das hinterher nochmal anders mache, mal gucken. Oder noch weiter verfeinern. Dass es ein bisschen mehr Sinn ergibt, anstatt einfach in die Erde zu gehen. Ich würde es jetzt gerade einfach erstmal so lassen. Gut, das hätten wir angepasst. Dann wollten wir hier ja noch was drüber machen. In irgendeiner Form. Jetzt haben wir ja hier diesen Laufweg gemacht. Deswegen wäre es eventuell gar nicht so schlecht, diese Säulen hier einfach nochmal zu duplizieren und die nochmal nach oben zu setzen. Könnte man einfach mal ausprobieren. Aber dann haben wir immer noch hier den Boden, mit dem man irgendwas machen kann. Vielleicht mache ich auch hier das Säulendesign, dass es so ein bisschen so aussieht, als würden die Säulen hier rauskommen und dann vielleicht so ein bisschen zulaufen und dann wieder so gehen. Ob das Sinn ergibt, keine Ahnung. Das andere war ja eventuell Leinwände oder dergleichen. Mal gucken. Wir wollen es halt auch nicht übertreiben mit den Leinwänden. Genau, das hier mache ich, wie gesagt, in einer eigenen Folge. Hier hinten sieht man, ja, da sieht man immer noch das Loch zu einem gewissen Anteil. Das wird schnell gehen. Da kopiere ich mir nur einmal schon mal ein Segment hin.
Damit das auch dann schon bereit steht. Oh, den Steinboden, den dürfen wir auch nicht vergessen. Den müssen wir auch noch machen in dem normalen Gebäude. Wie rum möchte ich das denn jetzt haben? Frage, Rechnung, Antwort. So rum. Blockiert, 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 blockiert. Es leuchtet nicht. Das wundert mich gerade. Deswegen hatte ich einfach mal gedrückt. Also mir war klar, dass es nicht passen dürfte. Jetzt ist es natürlich viel zu hoch. Ich habe mich gerade an der unteren Mauer orientiert. Das war natürlich falsch. So, jetzt gehen wir wieder in unser Hauptgebäude und holen uns noch ganz schnell von hinten die Steinplatte ab. Wenn die da überhaupt mit drin ist. Ist sie. Und wir fliegen wieder zum anderen Ende. Hopp. Nicht ganz so weit. Da haben wir nichts, ne? Ne. Und das war's, ne? Ja. Hier haben wir auch das Licht. Da gucken wir jetzt mal einmal gerade, ob das passt, weil bei dem anderen haben wir irgendwie mehr, ein bisschen mehr Raum. Ja, leuchtet halt in den Tunnel rein. Bisschen weniger hier oben. Ist aber nicht so schlimm. Finde ich jetzt zumindest. So. Hier haben wir ja überall so ein bisschen die Scheinwerfer. Das ist auch alles gut. Hier hatten wir gedoppelt. Das ist auch gut. Der Laufsteg oben ist super. Ich muss mal gucken, wegen der Säulen. Hier oben machen wir auf jeden Fall keine. Das muss dann eben so bleiben. Weil hier haben wir ja den Weg. Den ominösen Laufsteg. Genau. Was noch an Kleinigkeiten, die man vielleicht schnell machen kann? Die Gebäude, die ich hier drauf setze, setze ich manuell. Die mache ich unabhängig von dem Bahnhof, oder? Weil dann kann ich die einfach besser hier in diese Lücken platzieren, wenn ich da jetzt, also ich möchte schon nicht nur Vending Machines, sondern einen so einen richtigen haben. Und irgendwo eben auch eine Toilette. Vielleicht hier in der Ecke so mit den Steinen, ja. Hier wird das nämlich nicht passen. Da kommen dann eher so Vending Machines hin. Hier kommt ein richtiges Restaurant hin. Und hier haben wir sehr wenig Platz, weil hier kommt dann so Abfahrten, bla bla bla. Und dann kann man hier noch eine Kleinigkeit hinterher dekorieren. Aber ein ganzes Gebäude ist ein bisschen zu krass. Die Gebäude dafür dekorieren ist natürlich so eine andere Frage. Mache ich die auch in dem Mauerwerk hier? Und das glaube ich nicht. Ich glaube, ich mache eher sowas wie beim Dach von der Konstruktion her. Die Leutkes hier kriegen natürlich noch andere Uniformen. Das geht ja auch seit dem letzten Patch, dass man die Farben verändert. Blau ist zwar an sich gar nicht so schlecht, aber das ist mir doch alles ein bisschen zu hell. Ich hätte es gern dunkler. Genau, und ja, das wäre erstmal das. Vielleicht fangen wir einfach mal mit den Gebäuden an, die wir noch bauen können.
Läden und Servicegeschäfte. So, eine Information ist natürlich auch nicht schlecht. Es gibt mittlerweile so viele neue Sachen. Lasst mich das mal gerade hier hochklappen. Ach genau, da, also ich meine, das hier war jetzt alles in dem letzten DLC. Ach, die Vending Machines sind auch in dem DLC nur drin. Ich dachte, die hätten davon welche for free. Ach, hier sind, doch klar, hier sind welche. Ja, mal erst richtig gucken. Standard Hotelzimmer, das brauchen wir natürlich oben. Ein Greifautomat, wie geil ist das denn? Geldautomat, den brauchen wir da hoffentlich erstmal noch nicht. Und wenn, kommt er nach oben. Also ich möchte gern eine Information. Die könnte sogar vielleicht... Was ist denn, wenn ich die hier hinpacke und da drüber dann den Bildschirm mit den Abfahrzeiten, das ist zu knapp, ne? Dann vielleicht die Information hier in die Ecke und die Toilette quetschen wir doch noch nach da hinten. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Zu Gebäude hinzufügen, nein. Von der Höhe her. So sitzt es halt sehr gut auf dem auf, aber der Weg ist hier natürlich höher. Die Frage ist, kriegen wir das überhaupt hier hin? Ohne Winkelausrichtung, bitte mal einmal. Weil aktuell macht der Weg da keine Anstalten, sich irgendwie dran anzupassen. Kriegen wir schon hin. Ich muss es wahrscheinlich nur ein bisschen weiter nach hier verschieben. So, dann probieren wir das doch mal. Im Zweifelsfall muss ich hier den Weg halt nochmal neu machen. Ich glaube, der Zweifelsfall ist tritt direkt ein, wenn ich mal ehrlich bin. Warum ist denn jetzt so schräg? Nochmal. Ich mach den nochmal weg. So. So funktioniert's doch. Jetzt brauchen wir hier natürlich ein Gebäude drumherum. Gebäude bearbeiten. So, genau. Ich war gerade irgendwie automatisch auf der Suche nach diesem Knopf. An Raster ein Gebäude bauen. Aber es ist ja selbst schon ein Gebäude, also von daher. Ich würde jetzt auf Stahl setzen. Da gucken wir doch einfach mal einmal ganz schnell, bevor wir die Folge auch beenden, dass wir das noch einmal gucken. Blechplatten, warum nicht? Metall. Nehmen wir auch einfach mal mit rein. Wand aus Metalllegierung.
Nee, die wollen natürlich nicht. Was ist da jetzt passiert? Da wollte ich die eigentlich gar nicht hinhaben. Dass der immer diese blöde Raster-Einstellung neu macht. Boah, ist das nervig, ey. Blechplatten, Lateinamerika. Aha, okay, das haben wir nicht zur Verfügung. Ja, und dann halt diese Standard Dachelemente. Oh, die sind immer alle so riesig. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Am ehesten noch das. Lasst mich mal gerade gucken. Kann man natürlich farblich wieder nicht anpassen. Warum geht das denn nicht? So ein paar Sachen sind echt komisch. So, und jetzt noch mal einmal zu den Dächern und dann nehmen wir noch diesen Teil hier. Nur mal, um es auszuprobieren halt. Die Information öffnen wir mal einmal. Das Weiß würde ich halt lassen, weil es passt hier zu den Metallsäulen. Mit der Metalllegierung ist ja hier auch ungefähr so ein Material, ne? Genau. Die Felsen dahinter machen wir natürlich noch weg. Hat die eigentlich einen Ausgang, die Frau? Ich meine, die haben ja irgendwie jetzt so... Seitdem habe ich das auch schon wieder nicht gespielt, aber... Es gibt irgendwie Rastplätze quasi. Also, wo die sich erholen können und Pause machen können. Und dann hüpfen die vorne aus dem Fenster raus. Anders geht's ja auch nicht. Aber die Frage ist, ob wir dann vielleicht hier an das Gebäude noch wieder so eine Tür dran bauen. So eine Staff Door. Das machen wir einfach nochmal ganz schnell. Zum Gebäude hinzufügen? Ja, bitte. Und genau das gleiche machen wir mit dem Schild. So. Und bevor wir die Folge jetzt endgültig beenden, kopieren wir uns das mal einmal hier rein. Ah, das wird schwierig. Das machen wir bei der nächsten Folge. Natürlich kürzen wir das. Ich versuche das noch weiter reinzuschieben. Und dann machen wir auch hier den Weg nochmal neu. Aber wie gesagt, alles in der nächsten Folge. Und mal gucken, wie wir das hier vielleicht noch ein bisschen dann kaschieren, dekorieren und so weiter und so fort. Also, wie immer von mir, einen schönen lieben Gruß in die Runde. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, habt noch einen super Tag.